Einen wunderschönen guten Tag. So, jetzt spielen wir ein bisschen Diablo. Wie immer geschillt, hoffe ich doch, denke ich doch. So. Das Basis das scheine ich hier so haben. Was bin ich denn hier schon gelaufen? Hardcore. 80er bin ich gelaufen. Gut. Wie hoch sind mal stehe? 50. Gut. Wie viel Kies haben wir? 11. Ah, gut, dann tun wir erstmal ein bisschen Kies farmen. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Direkt im Nahtod, trotzdem ich mich doch da gelebt habe. Und gleich noch Nahtod-Bock, meine Fresse, was ist denn da los? Ich kehre in die Stadt zurück. Wenn's so aufhängt. Ich glaube, ich sollte ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, irgendwie, ich bin nicht jetzt alle und wie gesagt, ich habe mal mein Hardcore-Chart versenkt. Also, ich glaube, ich bin doch ein bisschen arisch offensiv unterwegs in letzter Zeit.
Der Kiefer ist in Ordnung, damit kann ich leben. So, damit kann ich leben. Apropos, mir fällt weit in, wie weit bin ich schon hier mit der Season-Reise? Das Schlechte und Urzael. Das Schlechte und Urzael, die machen wir noch schnell, also. Ich kehre in die Stadt machen wir noch schnell. Ihr habt bewiesen, dass ihr eures Erbes würdig so. Seid. Das Beurteil. So, wo ist jetzt da El, ha? Wo ist jetzt da El? Da ist er. Ja.
Aber was fehlt noch? Schlechter. Der müsste doch in Akt 3 sein, oder? Nee, ist er nicht. Wo ist der Schlechte? Der auf 5. Adria. Maltael. Ach Gott, in Akt 1 ist der, aha. Sei gut. So, weiter im Text. Ich habe böse Vorahnung, dass ich hier zum Umgang gehe. Oh ne, richtig, Fliege hat. Gut, alles gut. Wunderbar. Na? Infernale Maschine. Ist das nicht fatal? Ja, genau. Nee, das, ja. So. Ei gut, aber jetzt müsste ich Flügel haben, weil auf dem Account hatte ich noch keine Flügel, meines Wissens. Ah doch, habe ich gehabt, aber ja. Jetzt haben wir schönere. Flaggen. Ach Gott, die Flagge habe ich hier. Cool. So, und jetzt habe ich auch mal ein cooles Porträt. Hä? Guck mal da, hä? Jetzt haben wir mal ein cooles Porträt. Ja, das macht doch was her. So, Gefährten, Flügel, Flaggen, alles so. Gut, so kann man spielen. Habe ich eigentlich Paragon? Ja, 3. Ah ja, gut, 3. So, dann fahren wir noch. Ach so, na, ich verschrotte mal, glaube ich. Und gebe Blutsplitter aus. Gürtel. Kommt bald wieder. Was? Das hatte ich dabei? Bis bald. Ja. Ich kann nicht mehr tragen. Naja, der ist minimal besser. Ne, machen wir was in die Truhe, falls wir sterben.
So. Von den Feinden. Richtig gut hier eben, ohne alle schön voll mit Gegner, so muss das da immer hacken play. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Oder mit Pfannenschläge. Als könntet ihr diesen sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen. Bis bald. Das steht euch bestimmt gut. Kommt bald wieder. Ach.
Seid ihr bereit? Da wollte ich gar nicht hin. Ohne wunderbar. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Lache ich mich kaputt, wenn ich jetzt genauso stark wie das letzte Mal. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. 3, 4, 5. Wenigstens mit den Keys hat sich belohnt. Ich muss zurückkehren. Ihr habt bewiesen, dass ihr euch. Kommt bald wieder. Oh, das gefällt mir. Das ist zu teuer. Kann ich es zurückhaben? Ach Gott, putzen wir mal die Brühe, vielleicht wird es dann besser.
So. Ach, guck mal da, jetzt ist der Nebel weg. So, was haben wir denn da? Zurückhaltung. Nee, Schrott, 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 alles Schrott. Vielleicht bei beiden tot, aber ja. Bei mir braucht man das Zeug nicht. Gut. So. Level mehr auf. Macht Sinn. Nee, nicht mit dem wenigen Geld, was ich hab. Ich glaube, bei einem Hardcore habe ich hier Keparag und 1000 Mädel liegen, aber Softcore könnte ich vielleicht noch hinkriegen. Jede Sackgasse zum Glück ist der Bild relativ schnell. Ich glaube, ich bin gerade Platz verzahnt, weil ich mich hier wieder tot laufe. Aber wie gesagt, wenn man da einfach so durchspielt, dann ist mir auch der Umweg egal. Ich kehre in die Stadt zurück. Das ist jetzt Hardcore, ja.
Alter, das ist so übersichtlich, schon mehr so viele verschiedene Charaktere spielt. Alter, ich sollte mal wirklich irgendwie doch nur Ehre 2. Ah, schief, wunderbar. Ja. Klasse. Das muss man mal schaffen. Aha. Na gut. Ist Pride, warum nicht? Ich verstehe mich darauf, Edelsteine zu veredeln. Zurückkehren. Nee, das wollte ich nicht reparieren, wollte ich. So. Mal runter neu. Thank you.
Packerführer gefunden. Ach Gott, was haben wir denn da? Ich muss zurückkehren. Gut gemacht, Jeff. Finsternis erwartet euch. Sahne. Das werdet ihr nicht überleben. Ihr nicht überleben. Ich brauche mehr Zeit.
sehr schön. Der richtige Pylon, der richtige Teil. Aha, wir sind voll mit Blut, sehr gut. Mein Gepäck ist voll. Volle barbare Schwert, super. Was benötigt ihr? Ein barbare Schwert. Ei gut. Ich kehre in die Stadt zurück. Bis bald. Was? Das hatte ich dabei? Sogar noch ein uralt, ja. Alles ist möglich. Das steht euch bestimmt gut. Bis bald. Bis bald. Oh, das gefällt mir. Oh, das war mal wieder nicht. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwas erwartet hätte. Paragon-Level mache ich im Moment ständig. Das habe ich ein schlechter gesehen. Warum das? Sekunden schneller, aha.
All gut. All gut. Ich kehre in die Stadt zurück. Ach, ja, Beine aufwerden. Ja. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Ich muss zurückkehren. Ich verleihe euch eine ruhmreiche Entwicklung. Schon lang nichts Rotes mehr gefallen, oder? Sieht man, wer Zeit wäre. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Ich kehre in die Stadt zurück. Nicht schlecht. Befriedigend. Schauen wir doch einmal, was passiert. Bis bald.
Das ist doch nett. Naja. Gut, Pech gehabt. Bis bald. Kommt bald wieder. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Wie viel Kies haben wir da noch? 18. Oh, das langt noch eine Weile schon. Das hat keinen ins Auge. Ja. Oh, der Stream ist halt seltsam stabil, also. Wenn man bedenkt, dass man Frauen die Kinder ohne Fernseher geben. Kann so bleiben. Da ich ein bisschen übel mit dem Bild. Da ich mir gerade am Wirbelwind Barbar, mit dem ich normal spiele, mit dem Wäschbe wirklich nicht so toll. Ich muss zurückkehren.
Ich verleihe euch die befriedigend. Gott, ich könnte 93 erlaufen. Mhm. Aha. Seid ihr bereit? Dann beginnt. Bei mir liegt die Bestand. So. Ich verstehe mich darauf, Edelsteine zu veredeln. Ich kehre in die Stadt zurück. Gut. Das Blut der daran könnte ich mich gewöhnen. Sieht aus, als könntet ihr diesen... Was? Das hatte ich dabei? Forderungen hinter den Portalen und ihr werdet reich belohnt. Thank you.
Ich kehre in die Stadt zurück. Bin muss jetzt circa 2 Minuten weg. Bin gleich bereit. Ich habe noch nicht wieder von den Horadrim gehört, die wir nach Skovos geschickt hatten. Skovos ist ein gefährlicher Ort. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass noch mehr von unserem Orden Schaden erleiden. Jeder von uns kennt das Risiko, Tyrael. Aber wir glauben fest an die neuen Horadrim. So, da ist er wieder, er kann weitergehen. Wo sind wir dann stehen geblieben? Sicher jemand, der jetzt gerade unsere Hilfe brauchen könnte. Gut gemacht, Champion. Ich fühle mich stärker. Thank you.
Sehr schön. Wunderbar. Ich bin im Moment doch sehr risikofreudig, muss ich hier selber feststellen. Was ist jetzt das? Hä? Reise haben wir auch noch gemacht. Ei gut. Ei gut. Ei gut. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen. Bis bald. Das steht euch bestimmt gut. Ich hab gesagt, wie das diesen Spiel ist nett. Da bin ich mir jetzt gar nicht immer so sicher, ob ich das jetzt wirklich mache. Weil das kann sein, dass ich doch ab und zu mal ein bisschen zocke werde. Aber ich krieg keinen vernünftigen Fokus in Zurückhaltung. Habe ich wirklich immer extremes Pech. Naja, beide. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen. Ach, jetzt habe ich normales gemacht. Oh, verklickt. Naja. Die Partie ist gut, aber
Der eben ist mein Main Heartbeat Shark gestappt. Ob das jetzt der Omen ist? Oh, EP Pro, eine Klasse. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ach Gott. Das ist auch drei Schlüssel, das ist doch ein schlechter Witz. Als könntet ihr diesen... Ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen. Kommt bald wieder. Eure Fähigkeit. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen... ihr Glückspilz. Bis bald. Ein ich kann nicht mehr tragen. Puzzle-Ringe habe ich und theoretisch könnte man noch ein paar Puzzle-Ringe machen. ne. Gott, ich habe echt einen E-Puzzle-Ring. Das habe ich so jetzt nicht erwartet. Aber gut. Dann machen wir den mal, ha? Hat schon lange blauer Goblin, ne? So, da bin ich mal gespannt, was meine Edelsteine rausgeholt haben. Diamante bräuchte ich.
Ja, viel habe ich nicht. Boah, ich habe ja allgemein wenig Gems, Alter. Als könntet ihr diesen vergesst nicht, dass ich das Glück stets wandle. Ein Schnäppchen, das kann ich mir nicht leisten. All gut. Wie viel Kies haben wir? 23. Gut. Waren die Kinder an der Taschstatue? Hier wäre übel kalt, hallo.
Ah, alles gut, King Kiriko. Komm ruhig rein, komm ruhig rein. Kann man machen. Ich suche einen Discord. Weil dann komme ich dort an hin. Was hast du Lust? Hardcore oder Softcore? Mir ist fast egal. Mittlerweile habe ich auch Ausrüstung, also mittlerweile bin ich in der Lage mitzuspielen. Bist du auf dem Discord? Oder will ich ohne Ton spielen können? So, ah, sag mal, die Disconnect, ist dann Hardcore jetzt die beste Wahl, wenn da Internet im Moment nicht so will, also. Ich habe hier auch sehr sachte Ohr gefangen, aber bei mir geht's halt. Also mein Internet ist halt stabil. Ach, DC, genau, Discord, genau. Gut, nee, alles gut, alles gut. Wie gesagt, ich mache das schnell fertig, dann komme ich auch auf Discord. Nee, nee, es geht nicht um dich, was? Nee, um ich, dass ich noch nicht alles hatte. Mindset war ja noch nicht komplett. Du hast alles, also. Aber ich war ja noch gar nicht fähig mitzuspielen, weil ich ja Set gar nicht hatte. Gut. That's it. Wie, du bist noch nicht komplett? Jetzt ohne Witz. Ich dachte, du hast alles. Gut, ich komme jetzt auf Discord. Ich hoffe nicht. Der Discord hat mir das letzte Mal total mein Internet zum Inbrechen gebrochen. Ich bin mal gespannt, ob das halt aber so ist. Also. Aha, ein. Achso, ich steht ja so, ich geb das, wenn sie bei mir fällt, aber die ist, wie gesagt, die geht ja gar nicht, also die kann ich da gar nicht geben. So, wo ist ein Discord? Da ist Discord. Na komm. So. Gut. Einen wunderschönen guten Tag, hörst du mich? Natürlich. Wunderbar. Geburtstag hast du gut rumgebrungen. Gut überstanden. Es geht. Es war ruhig. Sehr ruhig. Wir waren nur gestern Abend, waren wir dann, also den Abend waren wir dann essen und das war's. Aha. War ruhig. War, ist auch mal was Schönes. Man muss nicht immer feiern oder irgendwas. Ja.
Na ruhig, der Handy hat ja nicht stillgestanden, wie wir da gespielt hatten. ja. Die Uralten. Ich fühle mich stärker. So, wie hoch will ich laufen? Kannst ruhig 85 weiterlaufen. Gut. Oder weil mit 2 sind, kannst du auch auf 80 runter ruhig. Was? Aber 85 droppt halt mehr. Wie gesagt, passt schon. Also, ich muss halt sachte machen, weil ich habe mich gerade weit an 85 rangetastet. Aber normal. Bei deinem Damage ist das eigentlich kein Problem. 85er. Ja. Du könntest locker schon in die 100er Richtung laufen, eigentlich mit deinem Damage. Ja, aber ich habe vor 2 Tagen meinen Main Hardcratcher versenkt und ich bin im Moment ein bisschen. Vor allem, wenn du gesehen hast. Ich bin noch nicht gestorben. Hä? In der Season bin ich zum Glück noch nicht gestorben. Vor allem, ach, wie der Tod an. Das war ein schlechter Witz. Das war ein normales Rift Verkies zu farmen, ne? Und ich habe den Endboss umgeschlagen. Und gut, ich war in Gedanke und dachte, ah, da kommt ja nichts mehr. Und ja, da ist halt doch noch Monster gekommen. Ein Nahtodbrock. Ich direkt reagiert, gekämpft, die Monster totgeschlagen, ne? Ja, bleib stehen, denk mal an nichts Böses, fällt ein Meteor vom Himmel und schlägt mich tot. Also, so damit hätte ich jetzt nicht gerechelt, also. Ich habe einen Feiglingstein drin. Aber gut, den habe ich auch schon vor meinem Nahtod drin. Weil man kann später noch ein bisschen Softball spielen, wenn du willst. Also, mittlerweile habe ich für beide Spielfähige gesetzt. Ah, also Softcore ist halt langweilig geworden, wenn das nur das Spiel ist. Echt? Deswegen habe ich Hardcore angefangen. Oh. Wie gesagt, das war auch bei mir. Ich habe mit Hardcore nicht aus Überzeugung, sondern aus purer Langeweile angefangen. Also, Ja, aber du machst dasselbe Fehler wie ich, beziehungsweise ich glaube, also ich finde es gar nicht als Fehler. Du bleibst stehen zum Schießen, verdammt, du Movement Speed hast. Weil da ist wenn du irgendwie mit Stillstand erzwingen kannst, du das während du dich bewegst, zu bauen. Also in der Theorie. Ich mache ja das nur am Anfang. Ja. Und den Rest habe ich eigentlich während des Trainings aufgeladen wieder. Ja, genau. Autsch. Oh, Nahtodbrock. Samau. Toll, mir ist mal Hass Ausgang. Oh je. Mein Hass ist Ausgang, deswegen konnte ich Schweine mir weiter. Oh, die Ebene ist gut, die mag ich. Jedes Mal vergesse ich hier die Gems auf der Werte. GZ. Danke.
Ich kehre in die Stadt zurück. Ihr habt bewiesen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich muss kurz Blutsplitter ausbauen. Nicht so schüchtern. Wenn ich eh sterben soll, dann gehe ich eh auf das Multishot-Set. Da habe ich nämlich auch einen guten Gürtel bekommen. Du bist optimistisch, wenn ich sterben sollte. Damit plane ich gar nicht. Beziehungsweise gut, also das kann sogar sein, weil wenn meinem anderen, also mit meinem anderen Account war ich so gefrustet. Oh, sehr schön. Dass ich das gar nicht mehr Hardcore spiele, weil die Season, das kann mir passieren, dass wenn ich hier jetzt Pop sehe, dass ich auch mit Hardcore komplett aufhöre. Hallo. So, gut, was haben wir da geschickt? Gut, das ist sehr gut. Ich habe viel bessere Armschiene. Jetzt hätte ich gerne noch Kalt-Kält-Damage drauf, dann. Dann bin ich happy. So, jetzt habe ich ein Silber. Ah, da ist mal Kälte. Wunderbar. So, ich bin soweit, wenn du willst. Jo. Oh, Schild, sehr schön.
Aber was man da wirklich für ein Level Boost hat, wenn man so zweit spielt, also. Das ist doch nett. Ja, da kriegst du ordentlich Erfahrung. Was will ich denn jetzt? Wollt ihr sehen, was ihr bekommt? Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Das steht euch bestimmt gut. Was? Das hatte ich dabei? Können wir? Können wir? Ja, wir können. Oh weh. Und Feuer. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ich bin leer gelaufen. Oh. Kommt das besser raus? Ja, toll. Das Problem mit der Hauptbrenner hat für alle beide jetzt, oder? Na, jetzt habe ich kanalisieren. Aha. Ebene. Oh, die Pfanne. Okay. Kurze Ebene wieder. Mhm.
Hier ist Blue Pack noch nicht fertig. Ah, der ist hier unten. Warum kriegen doch einmal mal die DH-Waffe? Oh Mann, ey. Das kann ich hier nicht tun. Liebe mag ich einfach gar nicht. Ich bin auch der Freund von. Ich brauche mehr Zeit. Auf Frostnein. Ja. Oh, wir haben zwei Blutbacks direkt ab. Ja, sagen wir mal, ich gebe hier doch schon alle, wie gesagt, alle, ich denke, wir sind hier schon relativ safe. Also wirklich Angst ums Sterben habe ich jetzt nicht. Ich auch nicht, also Zähigkeit habe ich mehr als genug. Also ich bin bei fast 1 Milliarde Zähigkeit. Okay, ich war auch nicht. 1,2 Milliarden. Wenn du drehen tust, dann hast du es hauptsächlich. Ich hab gerade mal halbe Million, nee, 500 Millionen. Also gerade mal. Und dann mit so Optimalbedingungen. Jetzt habe ich mal 600 Millionen. Ja, es kommt gerade, du hast ja der grüne Stein bei dir drin, ne? Ja, der Feiglingstein. Du hast Tekok drin, oder? Ja. Ja, das ist ja auch normal. Der üblichen zu verschlagen, das habe ich bei meinem. So. Gut. Jetzt auf dem Haupt. Gut, ich hatte jetzt nicht den Feiglingstein drin. Sondern ich hatte Stege Elites drin. Hallo, mein Gott. Da haben wir Mächtigen. Genau. Und auf alle Fälle, ich hab jetzt gewechselt im Laufen. Warte mal, Schatz. Ja, die Hanna schläft. Das ist keine gute Idee, ich spiele Hardcore-Modi. Das ist. Und mal lieber, das ist keine gute Idee. Geh mit der Mama, ha? Nein, die bauen noch ein bisschen weiter. Auf alle Fälle, ich habe jetzt den Steg gewechselt in Softcore und lauf 3 Level höher. Also, und sagen wir mal, auf dem Level, wo ich dort Skidrifts mache, das sind 3 Level Welten. Also. Also ich denke aber auch, wenn ich jetzt noch den Bogen kriegen würde, also nicht der Bogen, die Ampus, ja klar, ja. Das wird bei mir ein großer Unterschied bringen. Ja. Dann bin ich fast bei, glaube ich mal, fast 3 Millionen Damage. Bei mir ist er. Ja. Okay. Punchpeite. Sehe ich da? Ich sehe eine NTH-Waffe. Nein! Oh, die fällt noch. Die Handarmbrust. Oh, das tut weh. Wieso ist das was du nicht brauchst oder was? Ne, du brauchst ja die Ballistik. Ah, ja. Es gibt ja die Einhandarmbrust und es gibt die Ballistik. Ja, nee. Aber theoretisch, wenn die gute passive hat, dann denke ich die auch nehmen. Ne. Die hat Scharfschütze drauf und Scharfschütze. Warte, ne, Scharfschütze war das eigentlich, glaube ich nicht. Scharfschütze ist nicht so toll, ja, das ist. Das ist jetzt nicht ganz scheiße, aber es ist auch nicht wirklich das, was man will. Also.
Scharfschütze ist halt, ich finde, das ist immer noch das der blödste Effekt, den du kriegen kannst. Echt? Nee, also wie gesagt, ich bin nicht begeistert. Weil Scharfschütze ist ja so, ja? Du stapelst deinen Schaden hoch. Der Git wird ja um mal 10 erhöht. Ja. Machst du aber einen kritischen Treffer, geht der Schaden runter. Und dadurch, dass wir aber mit dem Char fast nur kritten wegen ja. dem Frost, ja. kriegt Scharfschütze nichts. Du hast recht, ach Gott. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber du hast recht. Ich mache mir viel zu viel Gedanken hier um das Spiel. Ach, das ist, da gibt es schlimmere Eigenschaften. Ja, ich bin ja Softcore, laufe ich ja 140er. Ja. Ja, da bin ich bei, ich glaube 125, wenn ich recht im Gedächtnis habe. Ich bin die ganze Zeit bei 122 hängen geblieben. Aber ich bin wirklich mal gespannt auf die neue Season. Die wird krank, ich habe Beta gespielt. Also die PDR. Aha. Die wird richtig krank, weil es gibt ja mehrere Steine. Ja, so. Und, ja. und der Char, den wir jetzt spielen, der wird mit zwei Einhandarmbrüste dann gespielt. Aha. Weil du dann zwei Steine reinmachen kannst. Und da ist eine Eigenschaft, die du draufpacken kannst. Frostfähigkeitsschaden, den kannst du bis 100% draufkriegen. Wenn du auf beiden das drauf hast, hast du 200% Frostfähigkeitsschaden. Aha. Und dann ist nochmal der Schaden, der nochmal drauf kommt. Also ich bin 150er im PTA gelaufen. Ohne Probleme. Klasse. Da bin ich wirklich immer gespannt, Alter. Das haben sie aber wieder ordentlich gepatcht. Ich denke nicht, dass. Ich bin mal gespannt. Nach dem Patch habe ich nicht mehr gespielt. Aha. Jetzt will ich mich wirklich überraschen lassen. Was haben sie geändert? Aha. Weil der Mönch ist ja auch ultra krass. Der Hexe? Nee, die sind alle jetzt. Wirklich. Der Barbar, der Barbar ist immer noch alle. Und das ist ja meine Hauptklasse. Also, ich bin eigentlich Barbare-Spieler, aber. Der Barbar ist aber auch, dadurch, dass du zwei Steine reinmachen kannst jetzt. Aha. Weil du benutzt ja die Pultatus-Schwerter. Jo. Und dadurch kannst du ja, weil du die Paltator-Schwerter benutzt, kannst du zwei Steine. Und wenn du beide auf physischen Schaden reinballerst, ja. Glaub mir, das sind 200% physischen Schaden. Der geht da durch, als wäre das alles nur Fliegen. Aha. Okay. Also, es ist einfach krank. Ja. Ich bin ja nicht Jessys Freund, also von seiner Seite und so. Aber er hat es ja auch alle Chars gemacht, weil ich habe nur den DH getestet. Ja. Er hat den Barbar und er hat es auch gezeigt. Es ist wirklich so, dass du zwei Steine beim Barbar dann reinmachen kannst. Aha. Ich wusste am Anfang nicht, dass du das so, dass du zwei Steine benutzen kannst. Ich habe immer gedacht, ein Stein, weil irgendwie im Kopf hast du ja auch einen. Ja. Und der ist ja für Zähigkeit und Abklingzeit, der ist so krank, du kannst nicht sterben. Ich bin im 100 da stehen geblieben, die haben mich nicht down bekommen. Love it. Aber das werden sie, glaube ich, aber patchen, weil das wird dann der Fun wegmachen, wenn wirklich du da stehst im 100er und kannst AFK gehen, auf Deutsch gesagt. Weil im Kopf hast du Abklingzeit in dem Stein drin, Fähigkeit, Rüstung, Ressourcenkosten. Also das sind so richtige OP-Games, aber die musst du auch erstmal so bekommen, ne? Ja. Und du musst halt auch die Herzen sammeln. Du musst so Herzen. Und durch die Herzen kannst du die dreimal, die haben drei Stufen. Und du musst die dreimal aufmachen, überhaupt, dass die eine Eigenschaft kriegen. Aha. Weil was ich auch mitgekriegt habe, ist, das kann in der Levelphase schon passieren, dass so ein Gem fällt und dann machst du in, ich glaube, 40 Minuten bist du Level 70 oder so, hallo. Jesse hat auch gesagt, es gibt, du kannst wie die ETH-Waffe mit dem Gold, mit dem Goldportal, so kannst du das auch mit denen machen. Aha. Das heißt, wenn du mal wirklich die Gems haben willst, ja.
Es ist am besten, neuer Char, einer zieht dich die ganze Zeit, hier ist mein neuer Char, dass du alle hast. Aha. Also die Season wird auch nochmal. Also sind halt jetzt alles, was jetzt kommt von den Season, ja, ist sogar so eine kleine Vorgeschmack auf Diablo 4. Inwiefern die Mainstraft? Die Steine sind auch bei Diablo 4, wer sollen es denn erscheinen? Aha. Also laut Blizzard so. Ich bin mal gespannt, die Neue. Ich bin eh mal gespannt, die haben ja schon wirre alles verschoben, also ja, auf nächstes Jahr. Ja. Ja, die haben neue Mitarbeiter, die haben komplett das Team gewechselt. Ich weiß, die haben ja schon wirre die Chefin, der hat ja auch gekündigt und ja. Aber ich sag mal, lieber ein komplett neues Team als ein gemischtes Team und die anderen, die wissen, was die Vorgeschichte sind. Das schon, aber wie gesagt, ich bin halt skeptisch, ob die sich doch nicht selber ins Knie schießen. Weil es ist einfach so, in der Vergangenheit, was hatten sie denn an Konkurrenz? Nix. Und wenn ich mir auch gucke, was die heute für Konkurrenz haben, und sie machen wirklich so, als hätten sie das nicht nötig. Als hätten sie es nicht nötig. Also, Blizzard hat ja war immer Platz 1. Es ist so. Die werden ja, auch weiterhin Platz 1 bleiben, aber wenn die das so, sagen wir mal, die Arrogante, weil sie immer gut verdient haben, so bleiben, ja, wenn sie irgendwann auf die Schnauze fallen. Ah ja, das ist ja, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Also ich habe den Eindruck, so, sie machen so, als hätten sie es nicht mehr nötig. Und die Konkurrenz, die schläft nicht. Also die wollen alle Stück vom Kuchen haben. Also. Wenn sie, guck mal, New World. Ja. Viele WoW-Spieler sind zu New World gewechselt. Ja. Ich spiele ja New World. New World hat einfach viel mehr Abwechslung. Du kannst die Berufe, wie viele Berufe kannst du da hochmachen, was bei WoW erst gar nicht gibt. Dann die ganze Transmogs, die gibt es bei WoW auch, also gehen sie auch darüber. Aha. Das Level-System, Questen, alles mögliche, du hast da viel mehr Möglichkeiten. Ich bin kein Feind von WoW, ich habe jahrelang WoW gespielt. Aha. Aber ich sag, New World haben sie es besser. Aha. Also ich muss sagen, bei WoW habe ich noch nie, ich habe kurz angespielt, aber nie richtig. Und gut, New World spiele ich. Ich finde es gut. Obwohl ich da eine sehr unpopuläre Meinung vertrete, ich bin der Meinung, und das sage ich aus voller Überzeugung, man braucht Mauen. Also, mir ist die Laverei einfach zu viel. Also, das wollen sie doch nach und nach. Die sind nur noch in Entwicklungsphase, kann man fast sagen. Die wollen ja das Endgame noch extrem ausbauen. Ja, mir jetzt erstmal so, dass du überhaupt spielen kannst. Ja. Und guck mal, aber wie viele Spieler Spieler-Anbox die bekommen haben. Allein die Vorbestellung war schon bei fast 2 Millionen Spieler. Dann sage ich mir auch, das war ja fast wie der Start von WoW früher. Neue Ebene. Ah, da bin ich falsch. Ja, bin ich auch. Hast du schon Lost Ark gespielt? Ja, habe ich gespielt. Da bin ich auch Level 56. Und? Ne, bin der Beta. Ich finde es nicht schlecht, dass so Diablo abklatscht. Ich hab's auch. Ich bin begeistert. Hallo. Ich bin keiner, der viel lacht oder grinst. Also, ey, das ist eins der ganz, ganz, ganz wenigen Spiele, wo ich permanent gegrinst habe beim Spielen. Ich finde das so geil. Es ist aber weg.
ich dachte jo, das wird Diablo 3 ablösen, so als mein Lieblingsspiel, ne? Nee. Aber es wird wahrscheinlich ein zweiter, weil es ist hier von der Spielweise was ganz anders. Also es spielt sich ganz anders. Aber ich find's geil, also richtig geil, also ich denke, ich werde das suchen. Ja, ich hab's ja auch da, also allein in der Beta bist jetzt wirklich gesuchtet, wirklich wortwörtlich gesuchtet. Ich hab's halt 50 nicht, bin ich geworden. Ja, ne, ich hab's nicht geschafft so hoch, aber bei mir gab's, ach, wie gesagt, hat's Probleme im Internet gibt und ach, zeitlich hat bei mir nicht so geklappt, wie ich gern gehabt hätte, aber das ist mir egal, wie gesagt. Wenn das rauskommt, geht's los. Also. Ich muss zurückkehren. Spiel ja Diablo 2 Resurrected. Ja, ich habe es mal ein bisschen gespielt. Weil das sind aus meiner Friendslist viele sehr am Suchte. Weil ich war am Anfang auch begeistert. Aber mittlerweile ist bei mir die ich weiß drei Spiele irgendwann mal wieder, aber ich muss es jetzt nicht permanent haben, also falls jetzt jeden da zu spielen ist es und das fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Die erzählen mir alle, ah, Diablo 3, das ist langweilig, das ist ja immer dasselbe und in Diablo 2, da hast du dann Abwechslung, der ganze Tag Kurifts rennen, der ganze Tag Balrands, wo ist denn so die Abwechslung? Also, kann ich so. Beziehungsweise, gut, ich weiß schon, wo da die Logik ist, weil, ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, aber ich kenn's bei vielen anderen. Je nachdem, was sie gerade spielen, ist das beste Spiel ever, ever, ever. Und alle anderen Spiele sind scheiße, scheiße, scheiße. Und ich pauschalisiere das nicht so. Also, und nur weil mir ein Spiel nicht gefällt, ist es immer noch kein Scheiße. Also, ich spiele das, was mir gefällt, und das ist schon eh und je so. Ja. Wenn andere so eine Meinung haben, hey, das Spiel ist scheiße. Ja, genau. Ja, ja, genau so sehe ich das auch. Und ah, das ist schlecht und das ist schlecht und all. Da müsste ich so viele Spiele aufhören, weil so ja. Viele, ich bin ja schon seit zum Beispiel ein Spiel Fortnite. Ja. Da reden alles so schlecht, wie kann man das in dem Alter noch spielen, alles mögliche. Ey, ich bin seit Season 0, also seit Anfang Beginn von Fortnite dabei. Da tue ich doch nicht einfach aufhören, nur weil andere sagen, hier, das ist nicht mehr für dein Alter, das ist mir sowas von Lachen. Dabei, das muss ich jetzt halt auch sagen, in meinem Real-Life-Freundeskreis, also die spielen alle nicht. Also in Real-Life, die gucken mich alle ein bisschen schräg, oh, wenn ich denen erzähle, dass ich Kinderspiele spiele, also in dem Alter, alle. Das ist doch scheiße, ja. Und sind wir mal realistisch, weil ich habe hier im Spiele viele. Also ich spiele doch überwiegend mit Leuten gehobeneren Alters. Und jetzt nicht, weil ich was gegen Junge hätte, aber es ist halt wirklich so, Junge sind von der Mentalität her anders. Und
Insofern, also ich spiele hier mit viel Leuten gehobenerer Generation, also. Aber denen geht's ähnlich wie mir, die werden auch komisch beäugt. Das ist ja genau, was du sagst. Macht doch Spaß, das ist doch scheißegal, Alter. Ach, ich habe gar keine Portalsteine mehr. Dann fahren wir ein paar Steine, das macht nichts. Ich habe Anime viel, ich habe noch Erze. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Na toll. Du hast immer noch nicht der Waffe, oder? No. Bei mir ist weit in die Gefahr. Oh, irgendwann kriege ich sie. Wenn schon diesen Ende ist. Dann brauche ich sie nicht mehr. Ja, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich bei meinem Hauptaccount kein Hardcratcher mehr angefangen habe. Weil sich nie lohnt. Also, ich glaube, wenn die Season noch eine Woche länger ginge, dann denke ich mir vielleicht sogar nochmal überlegen. Doch noch ein Char hochzuziehen, aber wie gesagt, die Season da, die geht jetzt noch 10 Jahre so, also wie gesagt, 5.12. her die auf und am 10.12. fängt die nächste an. Die ist voll mit Blutsplitter, wer hätte das gedacht? Die Waffe hat enorme Damage, aber die hat schlechte Passive. Weil im Prinzip ist sie nutzlos. Ich habe 3 so Waffen und du hast bis heute keine gekriegt. Normalerweise bin ja ich der, der immer Pech hat. Mal Sachen verschreddern. Oh, ich habe einen Flashring. Und uralten können wir direkt laufen. Ja, das können wir machen. Normal mache ich die 8 Mimi so, gell? Alle am Ende einer Season, aber ich habe auf dem hier überhaupt keine Steine. Insofern. Hä, wo ist denn jetzt die? Ach, da über. Das Glück ist mit den Mutigen. Das steht euch bestimmt gut. Hatte ich dabei. Hey, bin ich doof. Bin ich doof.
ist mit den Mutigen. Kommt bald wieder. Das steht euch bestimmt gut. Bis bald. Bis bald. Was? Das kann ich mir nicht leisten. Ich dabei? Ah, ist schon auf. Ist schon drin. Nee, nee, ich war gerade hier vor. So, von mir aus kann's losgehen, wenn du willst. Ich laufe erstmal einmal komplett durch, weil es könnte immer wieder einer abhauen. Oh, und Gogo, im Blauen. Gut. Wenn wir erstmal beschäftigt sein. Aber nicht eine einzige ETH-Waffe. Aber ich hatte gerade, wo ich vorher lass mich liegen, 2 Wochen, ich hatte ja länger Pause hier, hatte ich den Eindruck, dass im Moment wirkliches Loot weniger ist wie normal. Also kann auch gefühlt sein, aber bei mir ist am Anfang auch ewig gar nichts gefallen und gut, Schrott fällt bei mir immer, aber das war halt schon sehr auffällig. Sag mal, wenn ich auch nehmen kann. Ich bin noch gerade alles am Einsammeln. Ich bin ja voll siegeweih. Ich hab nochmal ETR, aber das gibt doch nicht, dass bei mir so viel fällt und bei dir nicht. Das ist die Rache, ich hab länger nicht mehr gespielt. Da munkelt man ja, beziehungsweise gibt es das Gerücht, wenn man längere Pause macht, wäre es Loot lagte noch höher. Das finde ich jetzt halt gerade bei New World und bei Lost Ark klasse. Wenn du jetzt mal eher 2 da nicht spielen kannst, dann hast du hin und noch für die Zeit, die du nochmal, also erhöhter EP-Bonus. Und das finde ich angenehm. ETH. GZ? Bitte, bitte Stiefel, bitte Stiefel. Ja! Ich habe meine Stiefel in Ararisch bekommen. Ich kehre in die Stadt zurück. Wow, GZ? Ich glaube, ich habe hier noch gar nichts zu verscheich. Ich habe die Köche in Softcore auf Arscheich. Ansonsten habe ich gar nichts. Wow. Sind auch gut gerollt, ist in Ordnung. Ja, Movement Speed ist vielleicht nicht das Beste, aber das andere ist in Ordnung. Movement Speed doch, und dann macht man noch Rüstung drauf. Ah ja. Weil physisch, eigentlich physisch, aber physisch ist der sekundär schon drin. Ah, die sind gut. Ah, ich hab's wenigstens noch mal ein paar Mal Füßen, als mal mein Char sterben soll. Meine waren ja schon uralt. Mhm. Deswegen dahin. Noch irgendwas
Verdammt dabei. Wicket der Klarheit, ja, die müssen weg. Ja, da. Sonst noch was? Regner. Oh, das war schön. Schön Materialien zumindest. Ich will beschweren, dass man kein ETH kriegt, dann kriegt man atherisch. Das war die Entschädigung. Das Material hat es wirklich gut gegeben. Kennen wir wäre? Jo. Ach so, weil willst du noch? Ah, ne gut, weil wollte ich Schrott noch Kies braucht, dass man noch Kies haben. Aber wir machen jetzt immer so einen Run große, dann einen Run kleine. Du weißt, Schlager, das ist eigentlich auch, was ich in der Regel mache. Hallo. Eine. Nur Blattviecher überall. Ja, vor allem, das ist, ich muss immer aufpassen, ich renne da immer hin und das ist nicht so gut. Oh, jetzt bin ich ja noch schneller. Ja. Ich kann es einfach aktivieren, wenn ich solange nicht noch in der Ebene bin. Ja. Mein Schild. Er ist bei dir. Ja. Geht fit. Ja, wir waren erstmal schnell. Wir waren jetzt wirklich ein Speedrun. 2 Minuten 1. Ne, 1 Minute 54 haben wir jetzt gebraucht. Was nur? Wow, was Zeit. Ja, das ist Speedrun, Alter. Ich bin hier, um zu helfen. Na, da hat ja einer mit mir bis aufs Messer diskutiert. Speedruns sind unter 3 Minuten, weil ich habe Speedruns gemacht, die waren 3 Minuten 20, 3 Minuten 30, mal geilst du dich jetzt an 20 Sekunden auf, alle. Manche Leute haben echt keine Hobbys, also die müssen diskutieren. Speedruns sind unter, wenn du maximal 2 Minuten, das sind Speedruns. Du, ja, jetzt fang du an noch, oh. Ja, mir wurde gesagt 3 Minuten, alle. Es kommt drauf an, wie hoch du läufst. Zum Beispiel jetzt 70er, die kannst du innerhalb von 2 Minuten 30 sollen sie fertig sein. Aha. Weil
Jo, ah ja, das waren meine. Und ich hab gesagt, ich mach das sind Speedruns. Nee, das sind keine Speedruns. Ja, alle. Ich halt eh nichts so von Speedruns. Wenn ich schnell bin, bin ich schnell. Wenn ich langsam bin, bin ich langsam. Ich mach die immer gern vernitrische Games. Weil das, ich, wie gesagt, ich sehe da keinen Sinn drin. 100er G-Rift oder höher. 20er Stehhoch, so Level. Hallo, was ist denn das? Ah, du bist mir normal. Ja. Ich dachte halt, ne, was ist da los? Hast du auch gesagt, dass abwechselnd. Ja, ne, ist ja gut. Ne, ich hab's mir nicht mitgekriegt, dass du so schnell warst. Also ich war ein bisschen. Ja. Du mögst mir meine Langsamkeit verzeihen. In meinem Alter. Alles gut, alles gut. Ich wundere mich eher, dass ich gerade so ein bisschen mehr gucken kann. Ich hab heute jetzt nicht so lange geschlafen, hab Kopfschmerzen. Oh, ein Koko. Love you. Ich habe heute Nacht gar nicht geschlafen, weil mein Mädchen Stress gemacht hat. Aber der Maus geht's auch nicht gut. Und aber dafür habe ich die ganze Moje geschlafen bis um 12. Und deswegen bin ich auch jetzt, also normalerweise stream ich um die Uhrzeit nicht, aber heute, ja. Noch einer. Ja, vor allem sind das zwei grüne Sachen gefallen. Also, sag mal, ich glaube, ich sollte nur noch mit dir spielen. Also, du bringst mir Glück. Das ist jetzt kein Witz. Wenn ich mit anderen spiele, ich habe nur Pech bei dir. Ich hab schon sicher einen Nahtodbrock. Das gibt's doch nicht. Krieg den so selten eigentlich. Hä? Ich krieg den so selten, wenn überhaupt. Echt? Doch, alle. Ich hab oft. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hab meine Skillung ein bisschen offensiv, weil ich hatte ja erzählt, ich bin ja so Muffeschisse. Und ich hatte hier wirklich Skillung nur auf Sicherheit. Da hatte ich so gut wie gar keinen Nahtod-Prox. Aber das ist überhaupt nicht vorwärtsgang. Und dann habe ich es halt jetzt ein bisschen geändert. Dass ich mal ein bisschen Zeitschritte mache im Spiel. Ich bin jetzt eh, wie gesagt, also, wenn ich jetzt sterbe, würde ich zwar aufhören, aber ich steht mich nicht so auf. Also ich bin da im Moment relativ tief entspannt. Ach, das ist ein Monat alt, okay. Was? Ein Kollege hat mir ein Spiel empfohlen. Ich will es nachher mal testen. Ein Spiel? Ist seit einem Monat draußen. Was? Warte, das heißt. Alien gibt's bei Steam, kostenlos. Aha. Der ist so begeistert. Der spielt ja auch so Spiele wie ich, also Diablo und in der Hinsicht. Und die hat gesagt, das ist so gut.
Elion. Du kannst, da gibt's mehrere Servern und da musst du auch ein Volk wählen, welches Volk du haben willst. Aha. Ich guck mir das mal auf. Da ist, und wenn du wirklich, der hat mir jetzt extra geschrieben, dass der bei Andromeda ist und beim roten Volk. Ja. Gehe ich zum gelben oder zum blauen, sind wir Gegner. Das finde ich ja in WoW und in New World so doof, dass du so serverabhängig bist. Ich hatte ja erzählt, ich wollte ein WoW anfangen und ich habe mehrere Freunde, die spielen, ne? Jeder auf einem anderen Server, also und auch bei New World dasselbe in grün, ja, auf welchem Server bin ich, aber gut, da habe ich jetzt nicht so viel Leid, wo ich kenne, die spielen und die wenigen. Ich habe noch einen Servertransfer. Ich suche immer noch Leute, wo mehrere wohl auch aktiv spielen, dass ich sagen kann, okay, meinen Char kann ich auf dem Server transferieren. Echt? Du hast einen Servertransferierungs kostenlos. Aha. Machen wir weiter? Ja, ja. Gut. Das war jetzt ein kleines, jetzt wieder ein großes. Hä? Nee, ich hab gerade überlegt, ob ein kleines oder ein großes, was wir gelaufen sind. So, das ist egal, hallo. Solange Diablo gleich mal hier die ETH-Waffe tropft, bin ich zufrieden. Gott, reinste Schlachtbilder unten von der Ecke. Ja, vor allem, ach, dass du da nicht drin stehst, ne? Also, Ich bleib schön davor stehen und lass die Menge. Sollen sie Platz, wie sie wollen. Ach, ein Griff. Das finde ich auch krass beim DH. Und egal, Eis, Blitz, das hält der noch wenigstens aus, aber kommt Gift, da ist der Fall oben. Der Witz ist, ich behaupte ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn, Einsteiger in dem Spiel ist der Dämonenjäger eine der ungeeignetesten Klasse, die man spielen kann. Wiederum, wenn du nur ein bisschen Basiswissen hast, finde ich, ist der die perfekte Hardcore-Klasse, weil er halt alles gut kann. Also der ist zum Farmen gut, der ist für Chirif gut, also ist halt momentan einer mit den stärksten, ne? Ja. Und zum Beispiel also der Barbar. Der Mage. Ich sag mir, den muss man spielen können. Mage ist schwierig, sehr schwierig. Der ist aber die Season WM Set sehr stark. Also gerade in Hardcore ist der im Moment sehr stark. Der Barb zum Beispiel, wo ich so liebe, also im Prinzip ist der nur zum Farmen gut. Also. Oder als Supporter. Und das ist halt mein großer Vorteil in der Vergangenheit gewesen, also als Supportbarb nimmt ich jede Gruppe, also. Oder schauen rein. Eile, dann abgebaut. Ja, komm, hab die ETH-Waffe und dann kriegst du das bin ich nicht gehen. Ja. Ja. So. Zurückkehren.
gerichtet. Warum? Jetzt habe ich uralter Helm, ne? Ja, Leben pro Sekunde in Trefferchance. Ja, aber... Weil die Leben pro Treffer, die sind gut. Bin ich nicht begeistert davon, also... Ich habe zwar in der Vergangenheit genau mit diesem Ding Wirbelwind Barbare gespielt, aber ja. Ich bin nicht begeistert, aber ich heb's mal auf. Bei schlechter Zeit. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen. Bis bald. Bis bald. Das ist doch nett. Das kann ich mir nicht leisten. Kann dann einfach zurückporten. Mhm. Into. Und das? Sag, wenn ich zu schnell bin. Hä? Sag Bescheid, wenn ich zu schnell bin. Nö, alles gut. Oh nein, da geht's nicht. Fertig, kein Problem ist, wenn ich halt immer ein bisschen dran hänge. Oh, was Rotes. Echt? Ja. Hat jetzt bei mir schon lang nichts mehr gefallen. Sag nur, das ist eine Entschädigung. Ich krieg keine ETH-Waffen, krieg aber rote. Das ist aber für ein Barbar was. Ich meine, das wäre verbar. Das müsste verbar sein. Mhm. Schon wieder Flashring. Gar nicht. Primus Kette. Beim Einsatzen von Salto werden Krähenfüßen fangen lassen. Egal, habe zweiten Gürtel in der Primal. Oh, zweimal Flashring sogar. Aha. Ja, kann mir gut laufen. Ja, für mich sind Steine, dass ich auch mal mehr Zähigkeit noch kriege. Ich finde noch zu wenig.
Schließen. Und dann Flashing, wir kommen. Ja. Oh nein, oh, ich bin schon rein aus Versehen. Ich wollte noch reparieren. Ist ja alles wie gesagt, solange du nicht auch greifst, ist. Ich wollte eigentlich reparieren, aber egal. Das ist halt ein Witchstock oft doof, weil du deine Minions angreifen, alle. Alles Gute, hier hat es jetzt ordentlich Geld gebracht, auch beim letzten Flashring. Du willst es normal, sag ich immer, ich brauche kein Geld, aber mit dem Char hier schon. Also ich war vorhin doch ein bisschen schockiert, wie wenig Geld ich hier habe. Da kommt eben gerade ETH, eben gerade Primal, jetzt kommt ETH. Wäre schön, um wahr zu sein. Ich kehre in die Stadt zurück. Ach, Kackdala. Mach mal, gib mir mal einen Kopf. Von jedem Set, aber nicht von dem, wo ich brauche. Das kann's aber gut. Steine sind immer gut. Oh ja. Du weißt, Larry, ich habe jetzt noch nicht die Basissteine auf meiner Rüstung. Also, mir fehlen noch massig Diamanten. Ja, wenn ich Solo spiele, habe ich aber auf meinem Begleiter extra einen weißen Stein im Kopf gepackt. Ja. Ich glaube, Leonis Krone oder zerbrochene Krone. Zerbrochene Krone. Da lässt er dann mehr Diamantsteine fallen. Aha. Strahlt aus. Oh. Diamantemäßig hat sich nicht gelohnt, aber von der Credit schon. Ja, ich tue ja umwechseln. Wenn zum Beispiel Rot brauche ich gar nicht. Das heißt, Rot tue ich so weit hoch machen, dass ich die in Diamanten umwenden kann. Ja, ja, das habe ich noch gar nicht gemacht, umgeändert, aber ja. Oh, das ist eine schöne Runde. Oh ja.
ganz ruhig weiter. Ja, ne, ich hab irgendwie den Gang nicht gefunden, so blöd fliegen. Ah, bei mir ist er. Geht's halt. Noch mal schneller waren wir. Jetzt haben wir 1,42 gebraucht. Ja. Ach, stimmt. Doppel geht's halt, hä? Hm? Du hast schon Paragon 700 A noch. Ja. Mit den Mutigen. Was? Das hatte ich dabei? Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Okay, jetzt warte ich gerade mal. Oder dass du dich gerade. Wurde angehittet. Du müsstest kommen. Ja. Blutgoblin. Das werdet ihr nicht überleben. Bei mir hagelte war ja extrem. Ich kehre in die Stadt zurück. Ihr
Glück ist mit den Mutigen. Vergesst nicht, dass ich das Glück stets handle. Bis bald. Das ist zu teuer. Nee, Kandala will momentan nichts geben. Warte, bin gleich wieder da. Nee, da wollte ich nicht gehen. Ich muss zurückkehren. Niemand ist tapfer. Ach Gott, ich will nicht springen. Wieder da. Dein Timing ist total schlecht. Ich hab Weihrift abgekippt, aber egal, nicht schlimm. Geh ich schnell hin, das kann ich noch aussammeln. Hä? Ah. Jetzt sind 3 Sekunden ja. Noch. Jetzt ist es egal. Ich hab einen Flechtring, willst du noch machen? Okay, machen, lass mal machen.
Schwerstrecken ist immer gut. Ach, gut, Doppel in der Rechte. Noch ein Blutgoblin. Ah. Ich wollte gerade sagen, alle guten Dinge sind drei, ne? Ja. So, aber du, ich mach jetzt noch eins mit, dann hier ist verheilt. Ich bin schon geworden. Beziehungsweise verheilt ist gelogen. 11 Uhr mache ich weiter, aber da spiele ich wahrscheinlich was anderes. Jo. Hat er echt beim 80er auch hinterher knallt. Ja. Ich bin hier, um zu helfen. Ich kehre in die Stadt. Ich habe halt 100 Paragon gemacht. Ja. Gut. So, meine lieben Zuschauer, das war's für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, sage danke Casino Senks, danke einfach Uwe 42, danke Kaxips, danke Kenkra 72, King Kirigo an dich gleich doppeltes Danke, fest Zusammenspiele, das macht mir immer Spaß mit dir. Danke Ladybook X3, danke Nanje und danke Vanish K.
Okay, ja. Liken, teilen, abonnieren. So, der Klassiker. Und in diesem Sinne sage ich Servus.